stehe hier am Bahnhof Gammertingen, wo sich auch das Betriebswerk der Hohenzollerischen Landesbahn befindet. Neben den Triebzügen im gelb-weißen Landesdesign fällt auch ein blauer Triebzug auf, mit dem wir uns nun etwas genauer beschäftigen wollen. Es handelt sich um den weltweit ersten Regionalzug, der mit einer Brennstoffzelle betrieben wird und seit Juli 2021 zur Erprobung im regulären Betrieb auf der Zollernalbbahn Hechingen-Gammertingen-Sigmaringen eingesetzt wird. Wasserstoff als Energieträger, das scheint eine aktuelle Erkenntnis zu sein. Doch begeisterte diese Vorstellung bereits den französischen Romanschriftsteller Jules Verne vor fast 150 Jahren. Der Triebzug Coradia Ilind der Firma Alstom steht abfahrbereit am Bahnhof Gammertingen. Keine Frage, dass wir uns eine Fahrt mit diesem neuartigen Zug nicht entgehen lassen wollen. Nach Einfahrt der Regionalbahn aus Hechingen kann die Fahrt nach Sigmaringen beginnen. Die Strecke der Hohenzollerischen Landesbahn folgt dem Tal der Lauchert, die bei Sigmaringendorf in die Donau mündet. Kurz vor Hettingen durchfahren wir einen 124 Meter langen Sporntunnel. Hettingen ist die kleinste Stadt Baden-Württembergs mit gerade einmal 800 Einwohnern in der Kernstadt. Nutzen wir den Aufenthalt, um herauszufinden, wie so ein Wasserstoffzug funktioniert. Der Wasserstoff aus Tanks auf dem Fahrzeugdach erzeugt durch eine Reaktion mit Luftsauerstoff in einer Brennstoffzelle elektrischen Strom. Damit werden Lithium-Ionen-Akkus aufgeladen und die elektrischen Fahrmotoren angetrieben. Nach einem Blick auf die Brennstoffzellen geht die Fahrt Lauchert abwärts weiter. Wir erreichen Fähringenstadt, das bereits im 8. Jahrhundert urkundlich erwähnt wurde und Sitz der Grafen von Fähringen war. Thank you.
ist nun die Besonderheit von Brennstoffzellen? Konventionell wird zur Gewinnung elektrischer Energie erst chemische Energie durch Verbrennung in Wärme und dann in mechanische Arbeit umgewandelt. Daraus wird im Generator Strom erzeugt. Eine Brennstoffzelle kann jedoch die chemische Energie des brennbaren Wasserstoffs ohne Umwandlung in Wärme und Kraft direkt in elektrische Energie umformen. Sie besteht aus zwei Elektroden und dem Elektrolyten. Der Minuspol wird mit Wasserstoff und der Pluspol mit Luftsauerstoff versorgt. Der Elektrolyt verbindet die beiden Elektroden miteinander. Die bei der Reaktion von Wasserstoff mit Sauerstoff abgegebenen Elektronen fließen über den äußeren Stromkreis zum Pluspol. Dadurch kann Arbeit verrichtet und der Fahrmotor angetrieben werden. Ein einfaches Modell zeigt, wie durch Photovoltaik oder Windenergie aus Wasser durch Elektrolyse klimaneutral Wasserstoff gewonnen und in einer Brennstoffzelle genutzt werden kann. Zurück zu unserem Wasserstoffzug. Kurz hinter dem Bahnhof Fehringenstadt wird der 91 Meter lange Sporntunnel durchfahren, der eine Schleife der Lauchert abkürzt. Der Coradia E-Lint entstand auf Basis des bereits seit 2011 gebauten Dieseltriebzugs Lint 54. Der Zug mit 156 Sitzplätzen erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 140 Stundenkilometern. Zwei Wasserstofftanks mit je 130 Kilogramm verleihen ihm eine Reichweite von maximal 1000 Kilometer, die aber nur unter Idealbedingungen erreicht werden. Sitzbezüge mit den chemischen Formeln von Wasserstoff, Sauerstoff und Wasser. Das gibt es auch nur bei diesem Prototyp. Dank eines sogenannten Rekuperationssystems lässt sich auch aus der Bremsenergie Strom für die Akkus gewinnen. Dieser emissionsfreie Zug ist geräuscharm und gibt lediglich Wasserdampf und Kondenswasser ab. Am Bahnhof Hanfertal zweigt die nur von Güterzügen befahrene Strecke ab, die der Lauchert weiter bis nach Sigmaringendorf an der Donau folgt. Kurz nach Überquerung der Donau erreicht der Zug nach 23 Kilometern seinen Zielbahnhof Sigmaringen, wo die Zollernalbbahn in die Donautalbahn einmündet.
Vor der Kulisse des Sigmaringer Hohenzollernschlosses bietet sich noch einmal ein Vergleich zwischen den äußerlich sehr ähnlichen Triebzügen mit Diesel- bzw. Brennstoffzellenantrieb. So bleibt zu wünschen, dass sich nach Ende des Probebetriebs im Februar 2022 die Alltagstauglichkeit von Zügen mit Wasserstoffbetrieb bestätigt und sich dieser Zug als ebenso zuverlässig wie ein Dieselzug erweist. Insbesondere auf Nebenstrecken, an denen Oberleitungen unwirtschaftlich sind, könnten solche Züge sauber und umweltfreundlich unterwegs sein.